Es gab in der letzten Zeit auch Wochen, wo es nicht so geklappt hatte. Was läuft jetzt anders oder was passt jetzt mehr als zuvor? Ist es das Momentum oder was war? Man kann gar nicht, glaube ich, so explizit sagen, was jetzt besser läuft oder nicht. Wir haben nochmal ein paar Kleinigkeiten sehr, sehr intensiv gearbeitet und dran trainiert, haben viel miteinander gesprochen, haben einfach immer weiter an uns geglaubt und wir wussten einfach aus den Jahren vorher, was wir leisten können und wir wussten, dass es nicht weg sein kann. Das ist jetzt natürlich immer einfacher gesagt vielleicht als getan, aber letztendlich mussten wir darin vertrauen, dass es irgendwann wiederkommt und mussten die Geduld an den Tag legen, mussten viel miteinander sprechen im Team und einfach weiterhin zusammenhalten und ich glaube, das haben wir echt ganz gut geschafft und dafür kennen wir, zumindest Ilka und ich uns jetzt auch schon lange genug, dass uns das, glaube ich, echt ganz gut gelungen ist und ich hoffe einfach, dass es jetzt so weitergeht, wie wir schon in Stavanger bewiesen haben und wie wir es jetzt auch hier weiter fortgesetzt haben. Und letztendlich muss man ehrlicherweise sagen, wenn man sich anguckt, was hier Woche für Woche für unterschiedliche Ergebnisse gespielt werden, also auch bei den anderen Teams, ist es vielleicht auch mal normal, dass man 25 dabei ist. Dass jetzt zwei in Folge waren, ist natürlich super ärgerlich, aber man darf halt nicht direkt aufgeben und daran zweifeln. Ja, das hat Thilo auch schon herausgestellt, dass jetzt die Weltspitze so dicht zusammen ist, dass viele Teams von Woche zu Woche gewinnen können. Frage nochmal zu Thilo, weil es immer lustig ist, wenn man ihn beobachtet bei den Spielen und auch Fotos zu sehen. Er hat vorhin gemeint, er versucht euch auch mental Ruhe auszustrahlen und dann nur zu schreien oder komisch zu gucken, wenn ihr wegguckt. Klappt das oder wie sieht das aus? Ach, er bemüht sich auf jeden Fall. Er ist halt, fiebert sehr mit, ist halt aufgeregt, ist völlig dabei und ich finde es eigentlich ganz cool, mal so ein paar Reaktionen dann auch aufzuschnappen, wenn man mal rausguckt. Ilka kriegt es, glaube ich, eh nicht so richtig mit, was ich bin da nicht so was da passiert. Ich kriege es dann schon manchmal mit. Muss aber ganz ehrlich sagen, dass es mein eigenes Spiel, glaube ich, nicht beeinflusst. Ich freue mich dann nur danach immer, das mit ihm nochmal auszuwerten. Wenn er einen ganz roten Kopf hat und drei Jahre älter und sich überlegt hat, warum er ich hätte spielen können. Ja, dann alles Gute und danke nochmal. Tschüss.